Christian, wann geht mein Flug nach Nürnberg? Morgen um 6.35 Uhr ab Hamburg. Ab Hamburg, ne? Okay. Genau. Und ich glaube, heute machen wir noch zwei Podcast-Interviews, die mich eingeladen haben. Ja, du hast gleich einen Patzerknacker-Podcast mit dem Mit Markus. Markus, ne? Genau. Wobei du danach noch einen Beauty-Welt-Podcast mit dem Marken, mit dem Niklas Wolland hast. Ja. Okay. Und Hast du die Bilanzen schon zum Unterschreiben? Ja, genau, die habe ich hier alle direkt parat. Ja, kannst du direkt erledigen. Oh, kannst du mir mal einen Stift besorgen? Ich habe gar keinen Stift. Stift. So, dann kommt gleich der Markus und dann machen wir mal den Panzerknacker-Podcast. Warum viele Leute, gerade junge Leute, wenn sie sich selbstständig machen, diese ganzen großen Fantasien haben. Ich meine, klar, das liegt schon irgendwie da so ein bisschen an der neuen Social-Media-Welt, die so ein bisschen propagiert, dass gleich am ersten Tag alles mega Mist, du machst 10 Millionen und fährst einen Ferrari und jettest nur noch um die Welt und so weiter. Klar, du weißt es, ich weiß es, die Realität ist natürlich nicht so. Aber gerade so dieses Investorendenken finde ich teilweise falsch. Wenn die Leute sich selbstständig machen und das, was du ja eben mit deiner Frage auch impliziert hast, dass man am Anfang glaubt, man muss jetzt Kapital haben, um seine Firma zu gründen und sonst kannst du halt keine Firma gründen. Und das stimmt ja nicht. Guck dir die ganzen Leute in der Geschichte an. All die großen Marken, die wir heute bei Forbes lesen, in der Forbes-Liste, die ganzen Multimilliardäre, die hatten alle keine Investoren am Anfang. Das waren einfach Menschen, die haben ein Produkt erfunden oder eine Dienstleistung und haben die an den Mann gebracht. Und zwar in kleinem Rahmen und haben sich dann Stück für Stück sozusagen hochgearbeitet, haben sich Umsätze erarbeitet und dadurch sind Gewinne entstanden. Durch die Gewinne konnten sie Rücklagen bilden und konnten irgendwann in eine Fabrik investieren, in eine kleine Garage und dann wurde das immer größer. Und ich glaube, dieses Denken von dem Stück für Stück aufbauen, von Fundament aufbauen, Stein auf Stein auf Stein, ich glaube, das ist so ein bisschen verloren gegangen in dieser ungeduldigen Welt, dass die Leute glauben, es muss immer alles super, super, duper schnell gehen. Und ich glaube, deswegen scheitern auch die meisten am Anfang, weil sie nehmen sich Großes vor, was ja gut ist, sie sind aber nicht bereit, klein zu beginnen. Und ich glaube, das muss man sich einfach immer wieder klar machen. Erfinde irgendein Produkt und eine Dienstleistung, die du sofort an den Mann bringen kannst. Natürlich kannst du da noch keine Millionen mitmachen, das ist ja völlig klar. Aber das brauchst du doch auch gar nicht, wenn sich alles Stück für Stück aufbaut. Du willst doch eh den Rest deines Lebens irgendwie Unternehmer sein. Dann kommt es doch auch nicht drauf an, ob du die Millionen morgen oder übermorgen hast. Und von daher glaube ich, das ist schon ein Bewusstsein, was die. Vielleicht gerade auch jungen Leute, obwohl das bei älteren Leuten genauso ist, die kommen genau mit den gleichen blöden Argumenten von wegen, ich habe kein Kapital, also kann ich keine Firma gründen. Stimmt nicht. Du kannst auf jeden Fall eine Firma gründen. Eine Firma kannst du mit 35 Euro für einen Gewerbeschein gründen. Punkt. Und dann fängst du bei dir zu Hause an und verkaufst deine ersten Dienstleistungen und machst Kunden glücklich. Und was ist dann der Vorteil, der daraus entwächst? Der Vorteil ist gleichzeitig, dass du überhaupt auch gleich am Anfang Referenzen gewinnen kannst. Du kannst erstens deine Fähigkeiten entwickeln. Also je öfter du etwas tust, je besser wirst du logischerweise da drin. Und B, kannst du Referenzen sammeln und du hast reale Kunden, die dir ein Zeugnis ausstellen, die sagen, dieses Produkt oder diese Dienstleistung ist einfach wunderbar und die würde ich jedem anderen auch empfehlen. Und ich meine, dieses Spiel sollte man spielen. Da hast du gleich mehrere Vorteile auf deiner Seite. Und du kannst auch geistig mit deinem Unternehmen mitwachsen. Du musst nicht gleich den großen Zampano spielen, sondern du kannst einfach auch als Persönlichkeit mitwachsen. Ich danke dir.